Hi, hier ist die Kiki und heute erzähle ich euch mal was über das Abnehmen. Ihr braucht mir nicht erzählen, ich bin ja sowieso so schlank. Das ist das Problem. Wenn man sowieso schlank ist, dann wird man sofort verurteilt, wenn man was abnehmen will. Aber wenn die Hosen nicht mehr zugehen und man hat den Schrank voll richtig genialen, eine Jeans schöner als die andere und die Hose geht nicht mehr zu, dann hat man ein Problem. Und das Problem ist, meistens geht es los, wenn man so durch die Wechseljahre durchgegangen ist oder in den Wechseljahren ist. Der Körper verändert sich, man nimmt schwerer ab, man nimmt schneller zu. Was auch immer, sind halt wie immer mal die Hormone. Aber es gibt ein Kraut dagegen. Es gibt Leute, die sagen, ach, da musst du durch, das ist Metabolik und dann verändert sich halt der Körper und die Hormone und da muss man damit leben. Nee, muss man nicht. Nicht, wenn man will. Und ich wollte das nicht. Und deswegen habe ich was gemacht und ich habe eine super Diät gemacht, wo ihr keine Kalorien zählen müsst und es langsam abnimmt. Nicht von heute auf morgen, einer Woche, ein Kilo oder so, Quatsch. Langsam, aber richtig abnehmen. Und vor allem nicht hungrig. Ihr kennt mich ja. Ich bin ja der volle Dobermann, wenn ich Hunger habe. Also das geht gar nicht. Und das ist jetzt meine Diät gewesen. Ich mache es jetzt 2 Monate und habe so weit abgenommen, dass meine Hosen wieder zugehen und ich fühle mich richtig wohl. Und das Schöne ist, dass sogar am Bauch, dass ich abgenommen habe. Und das ist immer so, dass du nimmst überall ab, nur der Bauch bleibt. Und das hat meine Mutter schon gesagt, die hat die Diät nämlich schon vor vielen Jahren gemacht und gesagt, da ist endlich mal mein Bauchfett mit weggegangen. Und das ist bei mir auch, da ist schon sehr viel weg, es ist noch ein bisschen was da. Ich weiß, die Männer sagen, ach, das ist ja schon schön, wenn man ein bisschen reinkrabbeln kann. Ich finde es furchtbar. Das muss weg. Und so lange mache ich das auch noch weiter. Und es funktioniert. Und ich habe keinen Hunger. Und ich esse immer zu. Man muss halt das Richtige essen. Es geht hier um Conché. Conché kommt aus der TCM-Küche und Medizin-Küche, was auch immer. Und das ist Reis. Das ist Reis, da werden 100 Gramm Reis. Ich mache das mit 1 Liter Wasser und das koche ich in meinem elektrischen Dampftopf 3,5 Stunden auf schwacher Stufe. Wenn ihr es im Topf macht, müsst ihr 6 Stunden kochen lassen, köcheln lassen. Das ist dieser Trick da dran. Das wird dann wie eine Suppe. Wenn ihr es mit Vollkornreis macht, wie ich das mache, dann wird es ein bisschen körniger, weil ich mag schon gern was zum Beißen. Und dann mache ich mir dann immer jeden Tag 200 oder 300 Gramm von dem Reis und dann stelle ich den Rest in den Kühlschrank rein. Und mit dem Instapot ist das manchmal, lasse ich den über Nacht laufen, das sind dann 3,5 Stunden und der stellt sich dann ab und früh ist der dann noch warm. Das ist total lecker. Und diesen Conché, den esse ich den ganzen Tag über. Den fange ich früh an zu essen, dann tue ich mir Obst rein. Egal was ich mag, Obst. Ich habe für mich ausgetestet, welches Obst für mich an meinem Körper am besten ist. Das ist Ananas, das sind Äpfel. Und zwar sind es die Äpfel, die gerade draußen an der Straße wachsen. Die echten Äpfel. Und Pflaumen oder was auch immer, alles was jetzt gerade wächst, das habe ich mir da in dieses Conché mit rein. Und ich habe da nicht aufgepasst und abgewogen, sondern ich habe das rein und ich habe mich satt gegessen. Wirklich satt gegessen. Und wenn ich dann ins Fitnessstudio gegangen bin, das habe ich auch gemacht und das halte ich auch bei, das mache ich seit April, dass ich 3-mal die Woche gehe ich wirklich ins Fitnessstudio, 1 Stunde mindestens, meistens 1¼ Stunden. Das ist eigentlich normal. Und das mache ich richtig ordentlich, nicht nur rein und du. Nee, das mache ich richtig heftig, mache ich richtig, richtig intensiv. Macht mir furchtbar Spaß, obwohl ich es früher gehasst habe. Tja, man ändert sich. Das mache ich 3-mal die Woche zusätzlich und nach dem Trainieren, wenn ich komme, das ist dann meistens so gegen 1 oder 2, da habe ich richtig Hunger. Da mache ich mir dann meine Kartoffelsauerkrautpuffer, die nehme ich mir dann aus der Tiefkühltruhe raus. Das Rezept habe ich ja schon in meiner Box, in meinem Kanal und dazu ein Spiegelei oder 2 Spiegeleier. Ich esse jeden Tag 2 Eier und ich habe keinen Cholesterin-Hochwert, sondern ich bin total gesund. Auch mit Eiern. Ich esse allerdings kein Fleisch und kein Fisch. Das mache ich ja sowieso nicht, weil ich vegetarisch esse. Aber ich esse eben Eier. Und was ich auch weglasse, ist Käse,
Milchprodukte, Brot, Nudeln und das Ganze. Mehlsachen esse ich nicht. Das Einzige, was ich esse, ist Reis. Alles andere lasse ich weg. Wenn ich jetzt abends noch mal Hunger habe, dann mache ich mir oft mal Gemüse. Da mache ich mir Karotten, Lauch oder was weiß ich, Brokkoli mit rein und dann tue ich mir das mit indischen Gewürzen, tue ich mir das anbraten und dann mache ich auch wieder zwei Eier rein. Und das ist richtig viel. Das ist richtig viel. Und da sitze ich dann abends hier und mache meine Handarbeiten oder was weiß ich, was ich mache und habe einen richtig vollen Bauch, weil ich so viel gegessen habe und trotzdem habe ich am nächsten Tag weniger. Es kommt einfach auf die richtigen Nahrungsmittel an, damit der Körper abnimmt. Was nicht gut ist für mich, sind eben Milchprodukte, Käse, alles was sehr fettig ist, das lasse ich weg. Ich nehme natürlich Öl, um mein Gemüse zu braten. Öl ist gut, ja, Öl ist wichtig, aber halt in Maßen. Und ich nehme keine tierischen Produkte, außer meine zwei Eier. Und es funktioniert hervorragend. Und dieses Conchée-Rezept, das stelle ich unten mit rein. Ihr könnt es ja mal googeln. Dieses Conchée, da gibt es also über die TCM-Küche eben auch Vorschläge, wie ihr es machen könnt. Und ich esse manchmal noch abends um 8 oder 9, wenn ich Hunger habe, dann nehme ich mir noch mal so ein kleines Schälchen mit diesem Conchée und dann tue ich mir manchmal Sojaflocken rein oder ein paar Nüsse oder irgendwas, damit ich was zum Kauen habe. Und das esse ich ohne Reue. Und es ist fantastisch. Und das mache ich aber so, dass ich langsam abnehme, weil ich einfach viel esse. Es könnte wahrscheinlich viel schneller gehen, aber das bin ich nicht. Ich muss immer essen. Ich habe einfach immer zu Hunger. Und so habe ich jetzt in 2 Monaten, ich habe keine Waage zu Hause, ich nehme an, mindestens 2 bis 2,5 Kilo abgenommen. Weil ich merke, ich bin an der Seite, an den Armen, am Bauch, an den Beinen, alles ist wieder weiter, meine Dirndl passen mir wieder. Die habe ich nicht zugekriegt, echt. Und viel Brust habe ich ja nur wirklich nicht, ne? Aber das war halt alles hier außen und so. Ich bin total happy mit diesem Conchée und das mache ich jetzt auch weiter, bis ich wirklich mein Bauchfett auch weg habe und dann fange ich langsam an wieder normal zu essen, kann ich gar nicht sagen, weil das sind die Dinge, die ich sowieso esse. Obst, Gemüse, was ich natürlich gerne esse, ist Käse oder so und das werde ich auch wieder ein bisschen essen. Und Brot, ich bin ja eigentlich ein Brotjunkie, ich backe ja meine Brote alle selber. Das werde ich auch mal wieder anfangen, vor allem wenn ich in Spanien bin, ja, wenn der dann mal so ein Bocadillo oder irgendwas mit Sepia. Ja, ich esse manchmal einen Bocadillo mit Sepia. Das braucht mein Körper. Der schreit dann nach einem Fisch oder irgend sowas und dann mache ich das. Nur an Fleisch gehe ich überhaupt nicht ran. Das kann ich nicht. Und mein Körper schreit auch nach Fleisch, aber das will ich einfach nicht essen. Und ich esse natürlich keinen Zucker. Manchmal tue ich mir abends, wenn ich mir noch einen Kakao mache mit diesem Algarroba, das sind diese Bananenbrotbäume mit dem Kakaopulver, da mache ich mir mal ein bisschen Honig auch mit rein. Ja, also ich nehme schon auch Zucker, aber ich nehme halt keinen weißen Zucker. Und was ich auch mache ist, ich trinke abends mal ein Glas Wein. Und zwar ohne Reue und du nimmst trotzdem ab. Ich kann euch nur den Tipp geben, tut euch diese ganzen Diäten nicht an. Die machen euren Körper total kaputt und ihr kriegt den Jojo-Effekt, ihr nehmt zu schnell ab und vor allem müsst ihr trainieren. Echt, ihr müsst einfach euren Körper trainieren. Ihr müsst ja nicht ins Fitnessstudio rennen, aber raus, Bewegung, Joggen oder irgendwas machen. Irgendwas, dass der Körper einfach seinen Stoffwechsel wieder hochdreht. Und vor allem müsst ihr Geduld haben. Ja, ich hatte auch die ersten 4 Wochen, habe ich gedacht, ich merke überhaupt nichts, da geht überhaupt nichts runter. Ich sage, ist mir jetzt wurscht, ich mache das jetzt weiter. Und habe auch weiter gegessen, also nicht weniger gegessen. Und dann irgendwann ging das los. Dann fängt es an so, die Maschine zu arbeiten. Und das ist ein tolles Gefühl. Ich fühle mich viel, viel wohler. Also es ist ganz schrecklich, wenn die Hosen klemmen und alles ganz eng ist. Und ja, also da kauft ihr halt neue. Nee, mach ich nicht. Ich kaufe mir nicht neue, weil ich habe nämlich total geniale Klamotten. Und das habe ich jetzt geschafft. Leute, ich bin total happy. Ich schreibe euch das unten mit in die Box rein. Und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr das mal nachmacht. Das war's. Bis dahin, eure Happy Kiki.